Kaijima! Kattis, hier ist sie wieder, eure Chosi, mit einer weiteren Folge aus dem realen Irrsinn. Der geht uns nicht aus und wir haben ganz viel davon und es tun ganz viele Leute mir Videos vorschlagen, was ich mal aus dieser Reihe Projekten könnte. Heute nochmal ein Video von unserem Mr. Zero. Der hat mir nämlich noch etwas Naturmäßiges gedeihen lassen. Nach dem letzten Video, was mit dem Schwertransport war, der dann auf einem Acker landete, landen heute die Autos an einem Baum. Ja, und das nicht mit langsamer Geschwindigkeit, sondern mit vollen 80 Stundenkilometern. So lautet nämlich der Titel, mit 80 gegen den Baum. Ist nicht ganz so gesund, muss ich sagen. Also, auch wenn man angeschnallt ist, das gibt mindestens ein Schleudertrauma. Und wir gucken aber mal, was es mit diesem Video, das mir der Mr. Zero vorgeschlagen hat, so auf sich hat. Wir wechseln da mal rüber. Ich habe das Ganze schon vorbereitet. Hier sehen wir wieder unseren berühmten Extra 3 realer Irrsinns Gartenzwerg. Und wir schauen mal. Gehen wir rein in die Folge. Nein, das war nicht gut. Thomas Beimische ist kürzlich was ganz Blödes passiert. Er war im Emsland unterwegs und plötzlich... Shit! Niedersachsen warnt schon seit einem Jahr vor Baumunfällen. Aber für manchen Autofahrer nicht leicht zu verstehen. Also ganz ehrlich, ich würde dieses Bild jetzt auch anders sehen. Zumal, was ganz interessant ist, er ist geblitzt worden. Und wisst ihr, was noch interessant ist? Die beiden Folgen, die der Mr. Zero vorgeschlagen hat, sind beide aus dem Emsland. Bestimmt, er kommt aus dem Emsland. Also es ist jetzt so ein Gedankengang von mir. Aber gut. Aber dieses Schild, also ich würde sagen, wenn Sie hier mit 80 weiterfahren, landen Sie am Baum. Das Problem ist nur, wenn du mit einem Autofahrer mit 80 da lang rast, siehst du das Schild nicht. Oder nicht mehr so gut. Und es soll warnen vor Unfällen am Baum. Wenn Sie dann auch noch den Blitzer so dämlich dahingestellt haben, dann könnte ich mir vorstellen, warum die Leute am Baum landen. Weil sie vom Blitzer geblendet sind und dann natürlich das Auto verreisen eventuell. Also so ein Schild habe ich noch nie gesehen. Dieser Baum und dieses Auto davor, habe ich überhaupt keine Bedeutung, was das sein soll. Nee, was soll das auch heißen? Das unerklärliche Schild steht an diversen Landstraßen in Niedersachsen und wurde schon von diversen Autofahrern missachtet. Und deshalb gab es auch diverse Bußgeldbescheide. Ah, das ist natürlich auch eine schlaue Geschäftsidee in Niedersachsen. Wir stellen ein Schild auf, das kein Mensch versteht. Und dann einen Blitzer dazu zu stellen, der die Leute, die das nicht verstehen, weil sie zu schnell fahren, zu blitzen. Tolle Geschäftsidee. Muss man sagen. Ja, so kann man seinen Haushalt auch aufbessern. Aber zum Glück gibt es ja kluge Rechtsanwälte wie Reinhard Neumann. Und der erhebt Einspruch gegen die Bußgeldbescheide. Richtig so, weil sowas Dämliches, also dagegen muss man Widerspruch einlegen und die müssen alle außer Kraft gesetzt werden, alle, weil so ein dämliches Schild mit so einer dämlichen Geschäftsidee, ja. Denn das Schild lässt seiner Meinung nach viel Raum für Interpretationen. Der Verkehrsteilnehmer kann auch denken, dass er nicht mit einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h gegen einen Baum fahren darf. Richtig, wo er recht hat, hat er recht. 80 Stundenkilometer fährst du gegen den Baum. Ja, mit 80 überlebst du vielleicht. Mit 81 könnte es schon problematisch werden. Ja, oder? Er kann auch denken, die Geschwindigkeit beträgt nur dann 80 km/h, wenn mitten auf der Straße Bäume stehen. Das ist auch eine interessante Interpretation. Dann würde ich aber mit dem Straßenverkehrsamt reden, weil was hat der Baum mitten auf der Straße zu suchen? Oder der Autofahrer denkt, das Schild warnt nur vor Laubbäumen? Der Autofahrer denkt, was bedeutet das jetzt? Denkt nach, habe ich das schon mal gesehen? Und wenn so ein Autofahrer viel denkt, irritiert ihn das. Und prompt fährt er zu schnell. Dieser Argumentation will man beim Landkreis Emsland allerdings nicht folgen. Das kann ich mir vorstellen, weil die denken sich, wieso sollen die Leute schneller fahren, weil sie nachdenken. Sie fahren ja auch langsam und denken nach. Aber ja, gut, okay. Ja, es gibt halt Leute, die sind halt nicht so ganz intelligent. Für Herrn Burgdorf ist das Verkehrsschild ziemlich klar. Ich halte diese Argumentation nicht gerade für eingängig
Und meine, es ist eindeutig so, dass die 80 erklärt wird. Ja gut, bei genauerer Betrachtung. So eine Scheiße. Versteht man das Schild natürlich schon. Aber sagen wir, es ist juristisch besser, es nicht zu verstehen. Ja, eben. Manchmal ist es gut, etwas nicht zu verstehen, was man eigentlich verstehen könnte, weil wenn man es nicht versteht, kommt man um eine Strafe herum. Wobei, wir haben ja in Deutschland immer noch den Unschuldsvermutung. Das heißt, solange man nicht bewiesenermaßen etwas falsch gemacht hat, kann man dafür nicht verurteilt werden. Herr Neumann hat jedenfalls eine ganze Menge Mandanten. Ja. Es sind auch 2 Polizisten dabei. Ey, geil! Selbst die Polizei weiß nicht, was das Schild bedeutet. Geil! Ups, sogar Polizisten. Zum Glück kümmert sich jetzt das Amtsgericht Meppen darum und klärt, ob hier vielleicht ja auch nur 80-Jährige gegen den Baum fahren. Auch eine gute Idee. Also, ich sage es immer wieder gerne am Ende. Danke, Mr. Zero, für diese Folge. Sie war wirklich bescheuert. Also, auf solche Ideen muss man als Politiker, ich sag's auch immer wieder, als Politiker kriegt man, wenn man sich diesen Schlips anzieht, irgendwie komische Gedankengänge. Gut, dass ich keine Politikerin bin. Ich will auch gar keine werden. Obwohl mein Mann immer sagt, werd doch Politikerin, dann kannst du dir endlich mal ein bisschen Ordnung in den Haufen bringen. Das Problem ist, das ist einfach gesagt, aber schwer gemacht. Gut, okay. Aber wie gesagt, ich fand die Folge toll und ich bedanke mich dafür. Und Unsinnigkeit. Ich bin so froh darum, dass wir in diesem schönen Lande leben, weil Unsinn geht uns hier grundsätzlich nicht aus. Und wir werden noch viele, viele weitere solche Folgen haben. Und ich freue mich darauf. Richtig. Ja, ja. Tja, ist eine ganze Liste. Eine riesenlange Liste. Gut. Aber wenn ihr das Ganze einmal ohne meinen Gesabbel sehen wollt, unten, wie gesagt, in der Videobeschreibung ist das Ganze wie immer verlinkt. Und sind auch noch so ein paar andere Links, auf die ihr mal draufklicken könnt. Auch wenn ich da jetzt momentan ein bisschen am Umbauen bin. Ja, und was ist noch? Ja, wenn ihr das Ganze toll fandet, würde ich mich natürlich über eine Reaktion eurerseits freuen. Das kann sein, dass ihr ein Däumchen da lasst, so wie ich jetzt hier bei den Kollegen von Extra 3. Oder dass ihr sagt, wow, das sind so tolle Videos. Da gucke ich öfters zu, das abonniere ich mal, da versäume ich nichts mehr. Und weil ich manchmal nicht so alles auf dem Schirm habe, mache ich doch das Glöckchen an. Dann ist noch alles, dann kriege ich da auch noch eine Mitteilung. Könnt ihr natürlich auch bei den Kollegen von Extra 3 machen, klar. Und wenn ihr irgend noch was anderes loswerden wollt, wenn ihr sagt, das hat mir nicht ganz so gefallen, das könnte sie vielleicht ändern. Oder, das fand ich toll, ja, oder ich habe da auch was, worüber du dich toll aufregen kannst, das würde ich dir gerne zukommen lassen. Wie mache ich denn das? Ganz einfach, unten in die Kommentare einfach reinschreiben und ich nehme das dann entsprechend an und reagiere darauf. Genau. So, und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ich bedanke mich dafür, dass ihr mir zugeschaut habt. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Nacht, schlaf gut, träumt was Feines oder wie auch immer. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, sagt euch eure Josie.